Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Walking Dead. Ihr erinnert euch hoffentlich noch, wir sind auf der Suche nach Mark. Alles hat mit einem Schrei geendet und mit meinem ganz schlechten Gefühl im Bauch. Ja, wo finde ich ihn denn jetzt nur? Where is that core Hä? going? Leute, veräppelt mich jetzt mal nicht. Den ganzen Scheiß habe ich mir eben schon angeguckt. Ich will wissen, wo They need so Mark much ist. morphine for. Candles. Smart. Fällt natürlich auch überhaupt niemanden auf, ne? Wenn man hier so stundenlang weg ist, nicht wiederkommt und überhaupt. What's this? Wo jemals kannst du nochmal? Gehen wir wieder runter. Help me. Wo? Wie? Was? Wo? Ich würde dir so gerne helfen, aber bitte sag mir wo. What is this stuff? Looks like a bunch of medical Ich waste in krieg's doch here. mal wieder nicht, gell? Every tube, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Man sieht doch ganz eindeutig, dass dieses Dingens hier in. Kann ich eigentlich irgendwas machen? Mich bücken oder so ein Kram? In die Wand reingeht, ne? Das heißt, wenn ich das so höre, hier muss doch irgendwie was sein, hinter der Wand oder was weiß denn ich wie. Dann geh halt mal hier hinten in die Ecke, hilft das was? Farmbooks, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Is that blood? Ich kann hier nirgendwo langlaufen. Was ich ziemlich bescheiden finde, muss ich jetzt mal so nebenbei erwähnen, ne? Hier kann ich nur das Bett anklicken und nicht das, was hier unten drauf ist. Where the hell is Mark? I thought Brenda said he was up here resting. Ich muss ihn hier doch mal irgendwie finden. Oh, holla die Waldfee. Das ist mir auch das blöde Kabel irgendwie, dass ich das nicht vorher anklicken kann. Nee, da wollte ich doch jetzt überhaupt nicht hin. Da erzählt's mir eh immer nur den gleichen Scheiß. Decke ist auch nichts weiter, oder? Er guckt ja auch immer da in die Ecke. Help me. Aber wie? Ich habe auch noch keine Ahnung, wie ich hier die Tools an der Seite nutzen kann, die einem angezeigt werden, ja? Traf ich nicht. So much morphine for. Gibt es hier eigentlich sowas wie ein Inventar, dass ich hier für I oder irgendwie sowas oder für C, für Charakter, nicht wirklich, wenn ich Tabulator nutze? Auch nichts. Ist das, bin ich zu doof? Ist das jetzt echt ein Fehler im Spiel oder so? Ich will mir das blöde Bücherregal nicht ansehen. Ich möchte gerne irgendetwas tun. Farmbooks, Cookbooks, nothing out of the ordinary here. Wenn ihr wüsstet, wie mich sowas aufregt. Wenn ich dann sowas immer selber gucke bei anderen Leuten, ne, sitze ich immer so großkotzig davor und sage, hier, das sieht man doch ganz eindeutig, was man da machen muss. Getting late. No sign of bandits, though. Ja. Nur wenn ich wieder spiele und direkt davor sitze, raff ich's nicht. Ich bin ja auch der Meinung, das sieht so aus, als würde der Schrank hier was verdecken. Könnt ihr das sehen? Aber ich kann hier nichts weiter drücken an diesem bescheuerten Schrank. Mal anzugucken. Und was bringt mir das, mir so den Schrank noch 20 Mal anzugucken, weil er mir eher das Gleiche sagt?
Genau, gleiche Mist ist das mit dem Kabel hier. Ich würde dich auch gerne mal dran ziehen. Where is that cord going? Aha. Wieso raffst du es nicht? Where is that cord going? Dass das wieder hinterführt. Na. Hier kann ich auch gar nichts machen. Das heißt, nämlich auch hier muss ich nichts machen. Ich raff's nicht. Ich raff's einfach nicht. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Smart. Dass fast wortwörtlich unter mir ein Kabel liegt. So doof kann man auch jetzt nicht sein, oder? Sagt bitte nein. Aber ich kann hier auch nirgendwo hinlaufen. Okay, passt mal auf. Wir machen das so. Ich teste jetzt mal ein ganz klein wenig, wie, was, wo es weitergeht, wie das funktioniert. Und so wie ich es rausgefunden habe, melde ich mich wieder bei euch zurück. So, Dido. Ich habe mich noch mal ein wenig umgeschaut gehabt und bin einfach so bescheuert. Ernsthaft, ich habe es nicht gesehen. Es tut mir echt leid. Das ist wieder so typisch für mich. Sehe da, es geht What Licht the an. hell? Das gibt's nicht. Echt, ey. Where is that cord going? Okay, hier kann ich nichts weiter gucken. Jetzt gehe ich noch mal rüber zum Regal. Vielleicht hilft mir das jetzt weiter. Oh Mann, Leute, es tut mir leid. Ernsthaft. Ach, jetzt gucke ich wieder, ich Dummfacke. Phone books, cookbooks, Sorry. nothing out of the ordinary here. I'm so sorry. Ey. Das bitte. Aha, sage ich doch, das sieht aus, als wäre dahinter was. Türrahmen. Immer noch kein gutes Gefühl. Oh. So ein Mark. Mark ohne Beine. happened? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Ach du Scheiße. Da ist ein Kannibalen. Clementine. Oh mein Gott, ist das widerlich. Lauf doch auch mal bitte. That. Huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. The hell? Now. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. Oh my
It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat them all. Ihr jetzt, Leute? We think we can put that meat to better use. Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Was? Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Clementine, run! Nobody's going anywhere. Okay, ich meine, wäre schlauer gewesen, aber ich wollte Clementine da weg haben. Put your guns down! We're walking out of here! Don't go near my fucking family! I don't want to die! Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay! Lee? Lee? Ey, ich glaube, es hackt. I'll kill you! Das ist Mark. Hat sich zumindest so angehört. Aber mal wetten. Vielleicht steht er gerade über Fußboden. Please. Someone. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber Entschuldigung, was sind das für Leute? You can't keep us in here. Open up. I will tear you fuckers apart with my bare hands. We gotta find another way out of here. Fucking bastards. Open this door, goddammit. I will knock the goddamn door down. It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet... Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Das heißt, die wieder nichts gesagt hätte. Those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker. We gotta get the fuck out of here. This goddamn thumbsucker was the one who brought us here. Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the walkers. Dad, Lee findet zum Weg. Please settle down. I'll rip your goddamn heads off. I'll break that damn door down. Dad, you can't get. Easy. Na, wieder mal sein Herz. Dad? No. Dad, come on. Dad! Oh God, he stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead. Somebody help me. Fuck. If he's dead. He's not dead. You know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Lily can still save him. I wish she could. Believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten, I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. Was bist du irre? Solange er noch lebt, nicht. Help me. Come on, Dad. Come on. Also solange der Typ lebt, bringe ich ihn nicht um. No, no, I don't think so. Okay.
okay. Let me take over. Keep checking his pulse. Are you stupid? He's gonna turn! You're putting all of us at risk, you son of a bitch! You're fucking worthless, Lee. No! Fuck! Kenny, what the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. Ja, sorry, ich bringe doch nicht einfach jemanden um, falls man retten kann. Okay, Larry war ein Arsch, aber trotzdem. I know. Don't you fucking touch me! I'm Clementine. Are you okay? Is it over? Yes, for now. But we still need to find a way out of here. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else. Something hopeful. Like what? Deine Eltern. Someplace safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Why am I near your father? He was still alive, Lee. He was still alive. I'm sorry, Lily. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great, but I know he would have done anything to protect you. He was a good father. Okay, bin ich eigentlich irgendwie immer noch... Larry, du hast eine Macke, ey. Ach, Larry, Kenny. Das geht nicht. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Einem Typen das Bein abgehackt. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Kenny. Immer noch hier. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. Nicht mehr? The multi-tool. Also. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. Oder so. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Schlau, what? Mensch. Kreuzschlitz. Ach, Kreuz, Schlitz, so. Okay. Brauchen wir erstmal eine mit. Larry hat vorhin was erzählt. Er würde Mark 60 Cent geben. I'm sorry, Lily. Aber vielleicht hat er ja. Nix, I'm sorry, Lily. Guck, ob er Geld hat. I'm sorry, Lily. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass er was hatte. Please, I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. Ich hoffe, das ist mir für ein Geräusch. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. Was Larry's? I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. Ach so, deswegen if Larry's. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Dann noch einmal, Larry. Oh, das ist auch eklig. Überleg mal, das ist dein Vater. Du sitzt davor und siehst das.
Das ist schon ganz schön heftig. Mal die Hosentasche. Here we go. Two quarters and a dime. Kann man da nicht mal wissen, was über den Kopf drüber machen? Jetzt mal ernsthaft, das muss doch nicht so sein. Just gotta remove these screws and get this unit off. Na dann, lass uns sie mal abmachen. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Jo, was glaubst du, was ich hier mache? Löcher in die Luft starren oder was? Ist ein bisschen klein, hä? Well, here's our way out, Lee. Looks like it'll probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. Ungern, aber was willst du machen, hä? You know you don't have to do this, right? I know. I just want to go home. This will help us get back home. Okay. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Sag ich doch, ein ganz schön toughes Mädchen. Ich sag's euch, wenn ich sie wäre, ich hätte mir in die Hose gemacht vor Angst. Are you okay? Did anyone see you? No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Kenny! Wiedersehen, Kenny. Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Und guck dir Larry dabei nicht so an, bitte. Ich will nicht wissen, wessen Blut das alles ist. Ernsthaft. Ich befürchte nicht das von Tieren. Ist das ein Gehirn? Oder mehrere? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder was war das? Ich dachte, da war etwas in diesem Raum. Es ist ein verdammtes Human-Slaughterhaus. So ein Scheißdreck. Nee, Blut nicht. Sicheln mitnehmen. Immer gut gebrauchen. Okay, wir können mal aus Blut angucken. Da habe ich mir jetzt angeguckt, ob mir das eher sagt. Jo, als mitnehmen. Achso, ich kann nur eins von beiden mitnehmen. Schafft, was haben wir denn da oben? Gefäße? Oh, Leckerli. I think I'm gonna be sick. Was sind das, Nieren? Gibt es doch alles Mögliche. Den Treibstab, den will ich nicht. Was mache ich denn? Nehme ich die Sichel oder nehme ich das Dingens? Ach, ich will die Sichel haben. Okay, ordentlichen Schnitt einmal an der Kehle entlang. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Oh mein Gott. Muss er jetzt immer gleich so übertreiben?
Bin wieder zu blöde. Okay. Oh, das Gewehr. Okay, lädt durch. Wofür habe ich eine Sichel? Also ich kann auch nur geradeaus laufen für den Fall der Fälle. Ja, Feuer kommt im Morphium, ist mir schon klar. Hey, what are you doing outside the barn? Oh shit! Just guarding the place, like you said. Well, quit sitting out in the rain like a damn deer. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep alive? Not the kid. Not enough meat on the tray. What? Oh, I know, Mabel. This is my favorite. Keep your eye out too. When I let one think they can just walk right out, they never even look down. Hey, tell me something. Sick fucker thinks this is a game. What should we do? Do you have a weapon? Yeah, good. We keep it simple. Oh, guten Tag. Oh, sorry, ich war zu lahm. Oh, hoppala. Naja, Menschenskinders, ne? Das kann ja mal passieren. Das Ganze dann bitte noch einmal. Oh, wartet mal bitte ganz kurz. Ich glaube, ich habe gerade was festgestellt, was ziemlich schitte wäre. Okay, das Ganze noch einmal. Sorry, ich dachte nämlich gerade, ich... Ich hoffe zumindest, dass ich das jetzt gerade alles aufgenommen habe. Wo kommen die denn mit der Sichel her? Na, nicht getraut? Okay, Kenny geht zu seiner Familie, selbstverständlich. Also ist logisch, meine ich. Vollkommen klar. Shit, Leute, ich habe gerade das Gefühl, dass ich das hier nicht aufgenommen habe. Ich mal gucken. Get part of yourself, so others can live. I should fucking kill you right now. Was? That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like he didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Oh Mann, eigentlich, ne, würde ich schon irgendwie ganz gern, aber ich weiß ja nicht so genau. Was würdet ihr tun? Danny töten oder Danny am Leben lassen? Das, meine Lieben, zumindest meine Entscheidung, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren, sofern ihr wieder einschaltet. Ich freue mich. Bis dahin. Auf Wiedersehen.